Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem Modern Review wieder mal. Ja, heute geht es mal wieder um H0. Ja, die Bussammlung hat sich erweitert und was genau das für Busse sind, da bleibt einfach mal dran und wir sehen uns dann nach dem Intro gleich wieder. Ja, die Bogestra Bussammlung hat sich mal wieder erweitert. Etwas um zwei Modelle, genauer gesagt zwei Modelle der Firma Rietze. Ne? Und was das für Modelle sind, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wie gesagt, es sind zwei Modelle. Eines ist ein aktuelles Modell, was in Bochum 90% des Bogestra Fuhrparks ausmacht. Ne? Sowohl als Gelenkbus auch als Solo-Fahrzeug. Das andere Modell ist ein Fahrzeug aus den 1990er Jahren und zwar um ein Fahrzeug der City Express Linien. Die hatten ja die City Express Linien damals bei uns in Bochum CE31. Dürfte jeden ein Begriff sein. Die hatten damals ihre eigenen Fahrzeuge. Die hatten auch eine etwas andere Lackierung. Ich habe ja, wie gesagt, euch schon mal den O405 GN2 gezeigt. Der hatte die sogenannte Stadtbuslinie. Und dann gibt es eben diese Citybusse noch oder diese City Express Fahrzeuge. Wie gesagt, heutzutage haben diese City Express Linien keine eigenen Busse mehr. Das sind ganz normale Linienbusse heute in der aktuellen Bogestra Farbe. Also die haben keine separate Lackierung mehr wie früher. Ne? Und deswegen, das erkennt man relativ, City Express Linien erkennt man relativ schnell. Die haben halt einen orangefarbenen Streifen im untersten Teil und die normalen Stadtbuslinien eben einen roten, eine rote Farbgebung. Ja, wie gesagt, ich habe das kleine Dio hier schon vorbereitet. Ich werde es noch ein bisschen verändern, weil das gefällt mir noch nicht, das Dio. Das zeige ich euch jetzt aber auch. Ja, bleibt einfach mal dran und dann machen wir nochmal einen Cut und fangen mit dem aktuellen Modell an. Ja, hier könnt ihr schon mal das erste aktuelle Modell sehen. Der Bus hier hinten im Übrigen, das ist nicht aktuell, aber das ist ein Neoplanbus, den die Bogestra tatsächlich auch so hatte. Ne? Bis 2006 meine ich. Es geht heute um dieses Modell und zwar ist das ein Citaro C2, also ein aktueller Citaro Euro 6. Ne? Ich tue mal den AKV-Kran jetzt einfach mal weg. Dann können wir uns dieses Modell genauer mal anschauen. Und zwar ist das immer gut verbunden. Ne? Das ist eben Werbung, ein Werbefahrzeug der fast alle Busse, wie gesagt, in Bochum, der Bogestra haben WLAN, freies WLAN. Und das ist ein Werbemodell davon. Wie gesagt, das Dio, was ihr hier seht, das werde ich noch aufarbeiten. Das ist ein aktuelles Fahrzeug. Aktuell sieht er nicht mehr so aus, sondern der hat nur noch diese Werbung auf der Rückseite. Ne? Also so aktuell. Schauen wir uns das Modell einfach mal im Detail jetzt genauer an. Ja, so schaut dieses Modell aus. Da sind verschiedene Sehenswürdigkeiten von Bochum und Gelsenkirchen drauf. Fangen wir hier einfach mal an. Da oben ist das Schauspielhaus zum Beispiel zu sehen. Ne? Darunter sind Gelsenkirchener Gebäude zu sehen. Darüber das Ruhrstadion. Da seht ihr auch Bochum. Da seht ihr auch das Bochumer Buch. Ne? Ist ja auch im... Ne? Dann nehmen die Veltins-Arena, dann kommen wir zum Bermuda-Dreieck, das ist das Kneipenviertel, da drüber das Bochumer Rathaus zu erkennen hier. Das ist das Bochumer Rathaus. Ne? Und hinten setzt sich das Ganze noch weiter fort eben. Ne?
Ja, deutlich zu erkennen auch diese grüne Linie. Ne? Wie gesagt, das ist ein aktueller Citaro, ne? Das macht ja, 90% des Fuhrparks aus. Bei uns hier oben im Bochum-Sundern fahren die Bogestra diese Gelenkbusse auch auf der Linie 353, um genau zu sein. Dann gibt es bei uns hier oben im Bochum-Sundern noch die Linie 354. Das sind Elektrobusse, ne? Neue Elektrofahrzeuge, die fahren bis nach Bochum-Riemke. Kann ich euch im Anschluss auch mal ein Bild zeigen von den neuen Elektrobussen, die wir hier haben. Ne? Sind keine Mercedes-Busse, ne? Aber ist auch egal. Wie gesagt, das ist einer der aktuellen Fahrzeuge noch. Wie gesagt, 90% macht das bei der Bogestra, glaube ich, aus, der Citaro. Ne? Aber dann fahren bei uns in Bochum auch noch neue Solaris. Die zeige ich euch auch mal kurz. Ja, wie gesagt, das sind so zwei der aktuellen Fahrzeuge, die in Bochum unterwegs sind. Einmal der neue Solaris hier zu sehen. Der fährt mehr in Gelsenkirchen als in Bochum. Also in Bochum fahren die sehr, sehr selten, fahren die etwas weniger. Da fahren mehr Citaro-Busse, da fahren mehr diese Citaros bei uns in Bochum als die Solaris, ne? Aber die Solaris gefallen mir auch ganz gut, muss ich sagen, zumindest als Modell. Ja, jetzt sind wir schon wieder vom Thema abgeschwiffen. Machen wir nochmal einen Cut hier und dann zeige ich euch das Modell von der anderen Seite nochmal. Ja, und so schaut das Modell eben von der anderen Seite aus. Wie gesagt, der Wagen sieht aktuell nicht mehr so aus. Da ist nur noch die Rückseite hier mit immer gut verbunden. Der Rest ist inzwischen im Bogestra-Farben wieder, warum auch immer. Ne? Und so, da setzt sich dieses Design halt fort. Ne, ich hoffe, man kann das sehen hier mit den Kinderwagen und Türöffner. Ne? Auch mit den Bedruckungen oben. Ne? Ist das sehr, sehr schön. Wie gesagt, die Liniennummer 345, die stimmt auch. Die gibt es tatsächlich. Die endet am Langendreher Knappschaftskrankenhaus. Ne, und ich glaube, von Höntrop aus geht das los. Ich weiß das gar nicht. Ich fahre zu selten Bus. Ist ganz einfach so. Wie gesagt, hier kann man noch mal quer durch Bochum und Gelsenkirchen. Deswegen BOGE. BOGE sind die Anfangsbuchstaben der Kennzeichen auch. Ne? Die Buchstaben, tatsächlich BOGE sind die Kennzeichen auch hier von Bochum und Gelsenkirchen. Ne? Deswegen das Bogestra auch. Ja. So schaut der Citaro aus, der neue. Wie gesagt, ein aktuelles Fahrzeug. Und nun kommen wir zu dem alten Fahrzeug aus den 1990ern. Ja, und hier könnt ihr eben den zweiten Neuzugang sehen. Ein MAN Niederflurbus NL202, wenn mich nicht alles täuscht, in Gelenkausführung. Und zwar in der Citybus, im City Express Design der Bogestra der 1990er. Da kam ja dieses Design raus. Also da wurden die Busse einzeln umlackiert, auch schon in zwar von orange-blau in eben dieser Farbgebung. Ja, wie gesagt, das ist ein Citybus, genauer gesagt. Das erkennt man daran, dass die City Express Linien hatten, wie gesagt, ihre eigenen Busse. Da war die unterste Linie halt orange. Ne? Wie ich schon gesagt hatte, die Citybus Express Linien haben seinerzeit eigene Busse bei uns gehabt. Ne? Also mit eigenem Aussehen, deswegen auch hier City Express eben. Ne?
Zum Vergleich kann ich euch mal den Mercedes Gelenkbus zeigen, der ja aus derselben Zeit stammt auch wie dieser hier. Also die waren beide zeitgleich, meine ich, unterwegs. Ich weiß es nicht. Oder ich meine, diese Busse hier, die wurden früher außer Dienst gestellt wie die Mercedes. Ne? Aber da könnt ihr den Unterschied mal sehen. Ich stelle den, wie gesagt, daneben. Dann machen wir hier nochmal einen Cut und dann kann man den Unterschied genau sehen. So, ich glaube, jetzt kann man den Unterschied mal sehen. Wie gesagt, hier ist die untere Linie rot und es steht halt eben Stadtlinie drauf und auf den City Express Linien, auf den CE Linien. Bei uns in Bochum CE 31 in dem Fall. Die hatten früher eben diese Lackierung. Aber die CE Linien hatten, also den O405, der hier im Vordergrund zu sehen ist, den gab es aber auch mit diesen orangefarbenen Streifen unten. Ne? War halt nicht nur MAN auf den City Express Linien unterwegs, der Mercedes O405, der letzte O405 in der letzten Ausführung, den gab es auch mit City Express Bedruckung. Wie gesagt, als die Bogestra hat damals die City Express Linien hatten ihre eigenen Busse und heutzutage haben diese CE oder diese City Express Linien keine eigenen Fahrzeuge mehr, ne? Sondern die sehen alle gleich aus. Ja, kommen wir aber zurück zu dem MAN. Wie gesagt, das ist eine City Express Linie, deswegen, wie gesagt, der orangefarbene Streifen unten und das C, der City Express Aufdruck. Auch hier kann man sehr, sehr schön das Bogestra Logo erkennen. Ne? Auch die Fahrzeugnummer vorne ist original. Und so weiter. Wie gesagt, der hier, der CE65 oder der CE56, der ist in Gelsenkirchen unterwegs. Der ist nicht in Bochum unterwegs. Hier in Bochum gibt es den CE31, der fährt vom Hauptbahnhof oder fuhr, weiß ich nicht, ob es heute noch so ist. Die haben ja die Linien alle umgestellt. Bei uns in Bochum fährt die CE31 vom Hauptbahnhof nach Hattingen, wie gesagt. Ne? Aber da waren auch diese Fahrzeuge unterwegs. Davon mal abgesehen. Wie gesagt, heute ist auf dieser Linie nicht nur die Bogestra unterwegs. Auch, ich meine, Grafreisen und Wilde oder keine Ahnung. Ja, wie gesagt, die große Bogestra-Aufschrift hinten, die war im Übrigen, als diese Lackierung kam, da kam der große Bogestra-Schriftzug hinten drauf, so wie ihn die Busse tatsächlich heute noch haben. Kann auch sehr schön die Details hier erkennen. Das stimmt alles so. Die Bogestra hatte diese MAN-Busse nicht nur als Gelenkbus, sondern auch als Solo-Fahrzeug. Genau wie den Citaro, den wir vorhin gesehen haben. Den hat die Bogestra auch als Solo-Fahrzeug. Ja, wie gesagt, ich drehe das Modell noch einmal. Ja, so schaut es eben aus. Wie gesagt, die Aufdrucke hier sind original mit dem Bogestra Polizei und Feuerwehr. Das stimmt auch. Überein, Einstieg vorne, ist klar. Ne? Da kann man das auch nochmal sehr schön sehen, das CE-Logo, der CE-Aufdruck für City Express Linie. Ja. Und dann halt das CE56. Es sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Wie gesagt, Rietze hat in Sachen Aufdrucke ist das wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also da stimmt einfach alles. Vor allen Dingen,
Ja, wenn man diese Busse live kennt auch, ne? Wie gesagt, die alten MAN-Niederflurbusse, so wie der hier, die sind nicht mehr aktuell im Fuhrpark drin. Ist klar, die dürften gar nicht mehr fahren, wegen roter Plakette und so weiter. Bei uns in Nordrhein-Westfalen dürfen halt nur noch Dieselfahrzeuge mit grüner Plakette fahren, ne? Selbst mit gelber Plakette, die dürften nicht mehr fahren, ne? Deswegen habe ich hab euch ja vorhin auch diesen Bus gezeigt hier, den Neoplan, ne? Den hatte die Bogestra tatsächlich auch als Solo in diesem, ne? Eben diese Neoplan-Modelle hatte die Bogestra auch, sowohl als als Solo-Bus als auch als Gelenkbus, ne? Die hatten aber gelbe Plakette und sind halt dementsprechend relativ schnell verschwunden. Ja, kleines Fazit zum Schluss. Zwei sehr, sehr schöne Neuzugänge in der Bogestra-Sammlung, die ich euch gleich nochmal im Anschluss auch zeige. Wie gesagt, ich habe sie jetzt im Internet gefunden. Ja, wer Busmodelle sammelt, dem sei hier mal eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Wie gesagt, zwei sehr schöne Modelle zum guten Kurs, ne? Also kann man nicht meckern. Und gerade bin eigentlich kein Modellbus-Sammler. Wie gesagt, Bogestra-Modelle sammle ich, ne? Das ist halt so. Aber ansonsten jetzt ein paar exotische Busse habe ich, Berliner Busse habe ich ein paar. Das sind aber auch nicht so viele, ne? Also die Mehrzahl machen dann schon die Bogestra-Busse aus, ne? Wie gesagt, zwei sehr schöne Modelle. Machen wir hier nochmal einen Cut und dann zeige ich euch mal die komplette Sammlung. Ja, wie gesagt, hier könnt ihr nochmal die Bogestra-Modelle sehen, angefangen beim Hybrid. Im Übrigen die Schilder im Hintergrund, das sind Straßen, das sind Haltestellenschilder aus Bochum, ne? Wie gesagt, angefangen beim Hybrid, dann der aktuelle Citar Solaris Bus, der aktuelle Citaro, dann haben wir den MAN, wie gesagt, der andere Mercedes O405, der letzte. Ne? Wie gesagt, einmal City Express Ausführung, einmal die normale Stadtlinienausführung, dann kommen wir zu den 80ern in Orange. Blauer Lackierung eben der alte Mercedes O305, meine ich. Dann der alte Neoplan, dann der alte O405. Dann noch ein Solaris und der hier, der Citaro Facelift. Das ist ein Bus der DWS, der Dortmunder Stadtwerke. Die haben dieselbe Lackierung wie die Bochumer. Und nicht nur die Bochumer, auch die Herner, die Castrop-Rauxler, Vestische und so weiter haben die aktuelle Lackierung. Ne? Das macht man aus Kostengründen. Ja, das ist die komplette Sammlung. Ja, im Anschluss, wie gesagt, ein paar Bilder. Und dann sehen wir uns. Und dann sehen wir uns jetzt nochmal wieder. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Ne? Ja, wie gesagt, die Bogestra-Bus-Sammlung habe ich hier oben. Ich habe ja nicht viele andere Busse. Ne? Also, wie gesagt, ich habe noch von den Bonnern zwei. Dann Grafreisen habe ich noch zwei. Die sind ja auch hier in Herne. Ja. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das mal wieder gefallen, dieses kleine Video. Ne? Und dieses Modell-Review. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr ein Abo da lasst. Ne? Wie gesagt, schön, dass ihr zugeschaut habt wieder. Zwei Modelle zu einem recht guten Kurs. Ne? Und wie gesagt, mal wieder Zuwachs in der Bussammlung. Ne? Muss auch mal sein, nicht nur immer Baumaschinen. Ja, das soll es hier aus dem
aus dem Modellbaukeller gewesen sein. Im Anschluss, wie gesagt, noch Bilder. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Ja, ich weiß, ich muss, sollte mal wieder einen Mittwochs-Vlog machen. Da komme ich aktuell nicht zu, weil ich ziemlich viel zu tun habe. Ich denke mal, ja, dass sich da irgendwas ergeben wird noch. Ne? Wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann wieder in einem neuen Video. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss, Freunde.